Hier sind wieder KingBear 100 und The Money und wir kommentieren wieder für euch ein schönes Match von der ESV. Ja, wir haben uns wahrlich in die Jungs verliebt und in ihr kleines Gewächshaus im Hinterhof. Wir sind heute wieder da, hier haben wir Jinx Masta. Tja, und das Ganze soll ein Hell's Pit Match werden. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwarten wird. Jinx, die Mastsau, wartet schon wie ein Schwein im Käfig auf seinen Gegner. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht einen alten Bekannten sehen werden. Wir kennen die Musik. Keine Ahnung. Irgendwer kenne ich die. Sicher? Wüsste ja, ich jetzt nicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Nee, eher nicht. Nee. Ja. Oh ja, ganz gefährlicher Bursche mit Elektroschocker in der Hand. Oh ja, der ist, der ist gefährlich. GL3. Der ja, ich würde ihn in das Gitter schubsen und dann das Ding unter Strom setzen. Warte. Ich rufe gerade mal in der Behindertenwerkstatt an und sage, dass einer ihrer Insassen geflohen ist. Moment. Ja. So, aber wie es scheint, haben sie sich schon geeinigt, dass einer auf jeden Fall der Dritte bleiben soll. Also einen Bekloppten weniger haben wir am Ende des Ganzen. Es gibt ein Problem. Ich kam zwar bei den Weight Watchers raus, aber es hat halt keiner abgenommen. Tja. Oh, sie hauen sich wieder ihre Glasknüppel. Die haben aber einen Verschleiß. Den geht so oft Licht auf. Oder ja, ja, eben nicht. Die brauchen das nicht. Den geht nie Licht auf. Die Eltern wundern sich dann. Der Sidewalk-Slam auf den Stacheldraht und der Fuß entkommt bereits. Ja, der Fuß ist aus dem Hell's Pit raus. Ich weiß nicht, was das Ziel ist. Also wenn das Ziel ist, dass der Fuß den Boden außerhalb berühren muss, dann hat er jetzt schon gewonnen. Ja. So, meine Lieben, das war heute Backyard. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und mit der Röhre über den Kopf. Also ich denke mal, ihr Haus ist noch mit Glas. Oh, guck mal. Ja, Glasröhren sind ihr bester Freund. Ja. Und man kann sie auch als dunkel leuchtende Dildos betrachten. Oh. Das ganze Ding erzittert. Scheiße doch eins. So, jetzt guckt er sich erstmal in den Arm, in der Gefahr, sich verletzt zu haben, zieht er seinem Gegner gleich nochmal die Röhre über den Schädel. Jaja, so wie er es verdient, ne? Ich glaube, der Typ hat eine Schnittwunde am Arm. Ich glaube, wir sollten ihm ein Hello Kitty Pflaster bringen. Oh ja, jetzt greift er mit einem Kochlöffel an. Ja, oh, das ist gefährlich. Oh, da wird Mutti aber sauer. Das dem gibt hat er Stress. Jetzt die Gruppe zerlöffelt. Komm, kommt unter der Tür rein, kriegst du gleich noch eine Neonröhre über den Kopf. Weil. Findet sehr durch die Darmwinde von irgendeinem der beiden. Rums hängt am Käfig fest, weil. Ne? Stacheldraht sieht man überall. Und der Referee. Oh, Shawn Michaels ist auch dabei! Yes! Sehr schön. Sehen Sie, das ist High Quality. Aber er ist schüchtern. Ja? Also, der will sich von vorne nicht zeigen. Steht hier ganz beherzt am Rand. Ist ja richtig, der hat einen Legendenvertrag mit der WWE, stell mal vor, die erkennen den. Da hilft auch der Bart nichts, lieber Sean, wir haben dich erkannt. So. Und jetzt in den Stahldraht, das sieht aus wie Stacheldraht, will mich aber nicht einigen, weil das komisch aussieht. Und jetzt hier die Röhre, ein Stuhl vor die Röhre und let's make a sandwich! Oh, ein schöner Dropkick hier. Es sind so schlagende Ereignisse. Zumal für die Neonröhren. Oh ja, baut und das fällt ja schon auseinander, das ist ja auch die Hölle. Ja, also stabiler als das geht gar nicht. Ja, ich schlage vor, dass diese Jungs auch den Bau des Hell in a Cell Käfigs der WWE übernehmen. Dann ist ein sicheres Turnen auf der Spitze gewährleistet. Und jetzt wird das Fleisch gegrillt und. Man muss dazu sagen, und sind natürlich Grillfete! Oh, es gibt Rippchen, schön! Das ist lecker. Ich muss aber dazu sagen, um mal auch auf der WWE ein bisschen rumzutänzeln hier, die Jungs hier haben das intelligent gemacht. Die können keine Seite von ihrem Ring für den Käfig vergessen.
Was die WWE bei einer Ausschau... Oh nein, oh nein, oh nein, man sieht Michaels Gesicht. Geht er weg? Oh, das sieht aus wie ein türkischer Schorn. Und jetzt kommt wieder das... frisch gewischte Rippchen. Heute zum Sonderpreis. Ja, Plastik-Baseball-Pfleger, das tut... Und Aufmarsch! Jetzt kommt hier Domina-Spielchen. Also auf das ist Poppes. Ja ein perverses Match dieses Mal, muss ich ja sagen. Kampfi, ich hab... Nee, ich hab echt gehofft, du schickst mir endlich mal ein Programm mit Niveau, was über die Gürtellinie geht, aber das, mein Freund, ist einfach nur pietätlos. Eklig, ekelhaft. Doch den ganzen Tag auf RTL. Schweinkram. Ja, nicht, dass wir heute alle möglichen Leute verarschen. Wir verarschen natürlich nur die beiden Jungs hier oder zumindest gezielt. Wir sehen, dass sich der Fetti bitte Jungs? Den Sack hält. Scheinbar wo siehst denn du hier bitte Jungs? Naja, die warten. Das Rippchen halt da. Ich dachte, das wäre ein Dievenkampf. Irgendwie. Ja, dachte ich auch. Ich könnte jetzt auf die aktuelle Raw-Ausgabe eingehen. Nein! Ich will gar nicht wissen, dass Eve Torres gekündigt hat und Caitlyn neuer Champion ist. Das interessiert mich jetzt gar nicht. Vor allem, Caitlyn ist neuer Champion! Die hat auch nicht OP! So, oh ja, und wieder die. Ja, der hatte jetzt auch eine OP. Der hat gerade die Nähe, also die Neonlichtröhre da quasi einmal anal eingeführt bekommen und jetzt bekommen wir nämlich Giftrippchen. Ja? Eingeführt. Man muss Rippchen ja auch gut marinieren, genau das tut er hier. Ja. Jetzt möchte er aber scheinbar doch lieber eine Roulade draus machen. Wickelt den Draht. Eisenhaltige Roulade, darauf stehen wir. Schön rein. Roulade. Kennst du schon die Roulade? Roulade? Ja, Rouladen. Ist ein Leibgericht. Ja. Okay. Ich trinke leidenschaftlich gern Rouladen. Jetzt gibt es die nächste Lichtröhre, wie es scheint. Auf den Kopf. Tja. Weiß wie jedes Mal darauf hin, wenn wir solche Matches sehen, Leute, macht das nicht nach. Seid nicht so bekloppt wie die. Sonst mariniert kein Rippchen. Da wollt ihr nicht sein. Ja, mit Quecksilber mariniert. Quecksilber? Ja. Was ist denn da drin? Ist das Quecksilber? Nee, das ist irgendein anderes Gas. Da ist irgendein Gas drin. Ja, ich weiß schon, aber ich war mir jetzt nicht mehr sicher, welches. Auf jeden Fall gut mariniert und da hinten soll ich hier und zack! Voll drauf! Oh, ein schöner Suplex hier. Ja, ja, du weißt schon, was das ist. So, die halten alle die Neonröhren drin. Ist auch stark. Ja, ja, das hat er fein gemacht. Also, das war prima. Ne? Das heißt, Manu, du hast leider eine Ankündigung fürs letzte Mal gemacht, wenn wir Blut sehen, ne? Ja, also, jetzt ist das Rippchen mariniert und optimal für den Garprozess. Genau, das ist kein Blut, das ist die Bratensoße. Genau, du hast recht. Richtig, Entschuldigung. Ne? So, und jetzt nochmal mit ein bisschen Neonröhrenextrakt. Ja, ja. Und so ist das nun mal, ne? Du hast recht, das ist ja nur die Bratendose. Oh ja, und der Part von Hippo, dem rosa Walross, ist heute im Hintergrund zu sehen. Die ganze Familie scheint irgendwie mal so, und über den Hell's Pit unglaublich hoch. Das ist der Sieg. Höher als der Fall von Mick Foley geht's. Also das war jetzt einfach nur Wahnsinn. So hoch vom Käfig, ja? Wahnsinn. Manu. Ja. Hast du das gesehen? Nein. Der hat ihn getasert. Oh. Er hat ihm gerade den Elektroschocker von vorhin voll in die Rippe gehauen. Das kommt vor. Aber das Match scheint nicht vorbei zu sein. Ich dachte, dass das Ziel ist, den anderen aus dem Ding raus zu befördern. Frau Michaels hört mal unrasiert. Ich habe keine Pin-Versuche. Und einen schönen Headbutt und da spielt er noch Schlagzeug. Also, hier geht's ja richtig ab, Manu. Was sagst du dazu? Ja. Die Rippchen sind nun eigentlich fertig mariniert. Ich warte nur noch darauf, dass sie auf den Grill wandern. Weil irgendwie habe ich schon Hunger. Ne? Da ist Müllermilch leicht, muss man dazu sagen. Ne? Die Schnauf, also, Trivor, fertig. Die machen das anders. Trivor, fertig. Über 10, fertig. Sag mal, Meister, warum heißen die eigentlich Deutschländer? Na, weil da das Schlimmste von Deutschland drin ist. Die sind bekloppt wie Türken. Dämlich wie Chinesen und intelligent wie Japaner. Ach, und darum heißen sie Deutschländer. Genau. Migrantenwürstchen. Keine, wir sagen hier natürlich nicht gegen Ausländer. Alles hier ist ohne Gewehr und nur Spaß. Natürlich. Größtenteils. Was machen die denn da? Ach, das ist doch Aaron. Nee, warte, wie ist der Kleine? Hier, der. Nee, G-Punkt war ein anderer, das war doch der Kleine hier.
Das war der kleine Gegenpunkt. Der eigentlich relativ viel drauf hatte. Mit 5 Jahren. So, ich jetzt hier. Beide auf der Leiter. Wahrscheinlich wird jetzt das Rippchen geklöppelt. Ich weiß noch nicht so warum. Das wird und jetzt geschnitten vielleicht auch. Oh, au. Ja, was macht Rippchen? Geht das, runter. Das Weichei. Weichei. Ich sag gar nicht. So, und jetzt nochmal. Ach nee, eine andere Kameraansicht. Und nochmal der Chokeslam. Au. Das Rippchen kann sich wehren. Da hat jemand auf den Knochen gebissen. Das ist wohl wahr. Da ist jemand mit den falschen, mit der falschen Wampe zuerst aus dem Bett gerollt. So, das ist der Sieg für das Rippchen, das sich jetzt über ihn hermacht. Das ist, glaube ich. Ich sag schon immer, Rippchen for the win. Das ist meine Werbekampagne, damit werde ich irgendwann noch Präsident, ja. Alle Fans des Backyard-Kommentiert-Videos. Wir müssen ja auch nochmal Werbung machen für unsere Charity-Auktion. Brot für die Welt, Kuchen für Timmy. Bitte spendet fleißig mit. Findet Nemo und rettet die Wale. Genau. So, und ich würde sagen, das war's auch schon fast von dem Kampf, denke ich mal. Ich guck mal, jawohl, noch ein paar Sekunden, noch 9. Ich beende damit hier an dieser Stelle wieder die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal bei Backyard kommentiert. Mir hat's Spaß gemacht. Mir auch. Bis dann, Leute.